Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zur Folge LS22 Nummer 31 mittlerweile hier bei uns im Projekt Big Farm. Auf der wunderschönen Map Neubartelshagen, hier direkt am Meer. Da hinten ist der Deich, da ist die Küste. Und da ganz da hinten sieht man ein Containerschiff, wenn ich das, glaube ich, richtig sehe. Und unseren Johnny, wie er hier gerade der X9 hier übers Feld fegt. Naja, gut, bei 10 km/h kann man nicht gerade Feld fegen sagen. Aber er erntet fleißig hier für uns Raps in einem Auftrag, den wir angenommen haben. Und wir sind jetzt hier so ein bisschen in den letzten Zügen. Und müssen mal schauen, was hier die anderen Kollegen machen. Ja, wie gesagt, Folge 31 in unserem schönen Big Farm Projekt hier auf Neubartelshagen. Und da läuft der Motor noch. Und den schicken wir jetzt hier auf diesem kleinen Stückchen hier noch los. Das ist, glaube ich, genau das Richtige hier für den Glas. So, Delay. Auf geht's. So, ich schaue jetzt gerade mal. Ah, da ist der JCB, der ist auch wieder zurück. Hat hier nochmal Material abgeliefert in der Ölmühle. Und dann bringen wir den hier mal bereit für den Johnny zum Abtanken. So, viel ist es ja nicht mehr. Aber es war dann doch ein bisschen noch viel für die letzte Folge, weil wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Und mit dem Johnny, der geht jetzt einfach hier und fährt die Bahn noch runter. So. Aber da können wir ja am Ende zur Folge nochmal ein bisschen, ich sag mal, hier Parallelflug machen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, da hat 76 der Fendt. Da können wir auf jeden Fall nochmal abtanken, aber das geht jetzt gerade nicht hier. In 62. Weil da können wir hier nochmal zwei Bahnen richtig schön im Parallelflug machen. Es gibt da mal wieder nochmal ein schönes Thumbnail. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Er hier, der Motor ist aus bei unserem großen Truck. 82%, den können wir dann auch nochmal voll machen. Mit dem möchte ich dann sozusagen die letzte Fahrt machen, bevor wir dann hier die Gerätschaften abgeben. Ja. Hier können wir dann gleich mal ein bisschen, was der andere hat stehen lassen, wegräumen. Wie man so schön sagt, noch ein bisschen die Kanten rasieren. Da unten liegt auch noch was, aber wie gesagt, wir müssen jetzt nicht jeden Halm hier wirklich ernten. Das ist sowieso jede Menge Material und ich bin am Ende echt gespannt, was wir dann hier einnehmen. Denn Gerätschaften haben wir ja auch gemietet, aber ich glaube 64.000 oder sowas, das war, ich glaube, der Beutel bzw. der Lohnauftrag, also das, der Salär, den wir bekommen sollten. So, Blick mit dem hier. Tanken wir mal den Johnny noch ab. Den könnten wir aber erstmal anhalten. Sonst haut er uns nämlich davon. So, zack. Okay. Weil wenn der nämlich voll ist, können wir den nämlich auch wieder losschicken zum Abladen. Gut. Ja, das Lenkrad ist mal wieder unten. Ist auch immer so eine Sache, ne? Wenn der Assistent bzw. der Helfer fährt, dann ist ab und zu das Lenkrad oben. Das sieht dann immer ein bisschen merkwürdig aus. So, jetzt schauen wir mal, dass wir den da drüben auf die Straße bringen. Sonst moos er davon vielleicht gleich wieder. Dass er irgendwo im Weg oder dass irgendwas im Weg ist. So, hier von hier aus müsste er doch eigentlich sofort die Straße finden und auf die Straße fahren. Ja, natürlich. Das ist doch schön. Das klappt. Sehr gut. So, dann schicken wir ihn wieder los. Und dann werden wir hier mit dem Drescher auch losfahren.
So, dann sieht es auch wieder richtig toll aus hier. So ein bisschen im Parallelflug. So, was macht jetzt der Klaas? Der Klaas macht schon Feierabend, oder wie? So, was hat er denn? Ja, was hat er denn? Voll ist er ja noch nicht. Warum fährt er nicht? Warum macht er nicht weiter? Habe ich ihn angehalten? Nein, oder? So, also ab die Post. So, ups. Mit dem gehen wir dann den Klaas abtanken. So. 19%. Da müssen wir schauen, das ist noch eine Bahn, oder? Ja, klar. Das ist dann noch eine Bahn. Das soll dann er hier zurück runterfahren, beziehungsweise wieder zurückfahren. Was ist los? Oh, der brettert hier aber mit 59 hier durch. Ja, mal schauen. Ja, da sieht man das mit dem Lenkrad. Ja, so sieht es dann von innen aus. Ja, ist ein bisschen hochgestellt, aber naja, okay. Sie hat ein bisschen lange Arme, habe ich anscheinend. Hat sie anscheinend. Okay. Wunderbar. Ja, sie guckt ein bisschen krebsig. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt auch im Lenkrad ist auch ein bisschen der Arm verdreht, beziehungsweise das Handgelenk. Okay. Aber sie wird ihren Job schon machen. So, er ist unangekommen, hat 55%. Stopp. So, dann schicken wir ihn gleich mal wieder zurück zum Abtanken. Und der andere macht dann den Weg hoch. Obwohl, ich habe so das Gefühl, wir könnten natürlich hier die eine Bahn fahren. Wo fährt denn jetzt der Klaas wieder hin? Ja, was macht er denn, der Klaas? Ah ja, okay, da geht er rein. Okay. Dann können wir hier nämlich ansetzen. Huch. Wie weit fährt er denn zurück? Ah ja. Genau, dann können wir nämlich hier ansetzen und gleich die Ecke hier mitnehmen. Und 98%... sind schon mal abgeschlossen und 92 sind transportiert. Und wenn alles gut läuft, gehört uns, glaube ich, das, was da drüben in dem Truck drin ist, in dem Anhänger. Das ist dann unser kleiner Bonus für dieses Feld. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, für den anderen Ernteauftrag, da haben wir auch irgendwie so um die 6, 7. Und wenn wir hier dann abzüglich der Mietkosten nochmal 55, dann kommen wir irgendwie so auf 63, 64. Und dann schauen wir einfach mal, was wir dann tatsächlich noch für das Raps bekommen oder den Raps bekommen, der hier in den Fahrzeugen noch drin ist. So, der andere kommt auch schon wieder zurück und dann haben wir es gleich. So, was macht der Klaas? Diesmal wird er hoffentlich, ja, er schlägt ein und wird ja weiterfahren. Sehr gut. So. Okay. So, den tanken wir schon mal ab. Den tanken wir schon mal ab. Sehr gut. Aha. Oh, der Klaas ist auch schon voll. Ja, genau. Der ist voll. Dann können wir den auch abtanken. Das Ganze nennt sich dann duales Abtanken. Sehr schön. Auch das gibt doch gleich mal ein Thumbnail. Zuck. Bingo. Und vielleicht nochmal von hier. Und zuck. Sehr gut.
Und der Snorch. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Und er ist ja hier noch am Abtanken. So, der andere Johnny ist jetzt auch fertig. Und ja, da müsste er doch gleich hier der JCB wiederkommen, oder? Quatsch, der JCB steht hier, der Fendt. So, und das machen wir hier nochmal von Hand. Jo, und so kommen wir dann auch ein bisschen weiter und ein bisschen vorwärts hier auf unserem Projekt Big Farm. Aber wir haben ja noch ein schönes anderes Projekt am Start und da wird es demnächst auch wieder Videos geben. Da gehe ich dann auch wieder dran. Nämlich unser schönes Neu-Mini-Brunnen, unsere Alpen-Map. Da wird es dann jetzt auch langsam losgehen mit der Ernte unserer anderen Feldern. Wir haben ja ein neues Feld gekauft vor einigen Folgen. Das haben wir abgeerntet, dann gekalkt natürlich, nicht gepflügt, gegrubbert. Und natürlich auch schon mal gedüngt. Und da wird es jetzt auch Zeit, beziehungsweise da kommt jetzt dann auch bald die Ernte für unsere anderen Felder. Und das könnt ihr dann eben sehen in den nächsten Tagen hier bei mir auf dem Kanal. Unsere schöne Alpenmap Neu-Mini-Brunnen. Jo. Und wer vielleicht mal ein bisschen Lust hat auf Golf, auch das ist jetzt mittlerweile hier auf meinem Kanal zu sehen. EA Sports PGA Tour. Mit der PGA Championship, die jetzt gerade dieses Wochenende stattfinden wird. Denn ich nehme hier am Mittwoch auf und morgen geht es dann los. In echt mit der PGA Championship. So, das muss es eigentlich gewesen sein, oder? Jo. Und, da machen wir erstmal das Schneidwerk hoch. Und wenn ihr da mal Lust habt, ein bisschen reinzugucken hier, wie Golf funktioniert auf der PlayStation 5, dann schaut auch mal bei mir am Kanal vorbei. Denn hier wird gegolft neben Landwirtschaft und auch mal dem einen oder anderen ja, Schuss, der auch mal fallen darf hier in The Division. So, da machen wir den Motor aus, dann schauen wir mal. Er ist fast voll, deswegen schicken wir ihn auch gleich mal los. So, der Fendt. Ist der Fendt schon zu sehen? Der müsste doch jetzt auch schon wieder da sein. Und dann werden wir nämlich mit unserem Truck hinterherfahren. So, und Job erstellen. Ab geht die Post. So, er hat noch Material. Ah, jetzt fällt mir gerade ein. Ja, das ist doch noch eine ganz schöne Menge. Kriegen wir das hier in den Truck noch rein? Oder hätten wir das noch in den JCB reinpacken sollen? Okay. Da ist voll. Da geht noch. Okay, warte mal. Dann holen wir den JCB noch mal kurz zurück. 77, da können wir nämlich noch ein bisschen was reinpacken. Im Zweifel. Denn ich würde jetzt ungern noch mal mit dem Fendt hier losfahren. Da waren doch gerade die Rehe und dann sind sie plötzlich wieder da. So, weil ich habe nämlich das Gefühl, ja, der Truck ist nämlich voll. So. Okay. Der Truck ist voll, oder? Yep. Dann schauen wir, dass wir die restlichen 4287 Liter hier noch reinkriegen, den JCB. Wunderbar. Dann schauen wir mal ganz kurz. Also der ist aus, der ist noch an, aber den können wir eigentlich ausschalten. Beziehungsweise, wenn alles klappt, können wir den eigentlich auf den Hof... Na, lassen wir mal lieber, nicht, dass der vorne wieder an der Ecke hängen bleibt. So, er ist aus. So, die sind alle aus und dann brauchen wir die Schneidwerkwagen. Er ist auch aus. So, und er ist leer. Das ist schön. So, dann können wir den auch zuklappen. Dann sieht es ein bisschen aufgeräumt aus. So. Jetzt schauen wir mal, wo der langfahren wird. Na, lieber nett. Der fährt bestimmt dann wieder durchs Restaurant hier. Und dann habe ich vielleicht das Problem, dass er da vorne wieder an dem Auto, irgendwo an dieser Garageneinfahrt, wo dieses, ich glaube, das blaue Auto da drüben, ja, da fährt er dann nämlich ab und zu dran und das ist nicht so gut. So, Job erstellen und ab die Post. Und wir schnappen uns, machen hier erstmal zu, Motor an. Und dann schauen wir mal, dass wir hier hinter dem Kollegen herkommen und werden das ganze Material abladen. So, das sind nochmal 40.700 und er schaltet fleißig hier durch die Gänge.
Jo. Ups. So, da müssen wir ein kleines bisschen ausholen. Sehr schön. So, und dann bleiben wir aber dran hier an unserem JCB und wir werden auch den Feldweg fahren. So, hier ist der blaue Wagen, an dem sich manchmal mein Fendt hier festbeißt. So, da geht es jetzt rechts rein auf den Feldweg. Das ist dann der kürzeste Weg zur Ölmühle. So, 33 km/h. Aber ja, da vorne gibt es schon ein bisschen Stoff hier mit seinem JCB. Scheinen aber ein paar böse Schlaglöcher und ähnliches zu sein. So, mal ein bisschen hier die Hupe betätigt. So, oh je. Ich wollte noch gerade sagen, da machen wir noch schnell ein Thumbnail und dann, ups, muss der Kollege hier vorne bremsen, habe ich so den Eindruck. Ich wollte schon bremsen vorher eigentlich. Ich habe es eigentlich schon geahnt. Aber ist ja fast nichts passiert und die Versicherung wird hoffentlich ein Auge zudrücken. So, da müssen wir rum. Nochmal kurz gehupt. Schönes Horn hat er. Ein schönes Horn. So, wir kommen da rum. Und jetzt muss ich nochmal gucken, wie das war. Da müssen wir dann wieder die Dinger hier durchschalten. Da hat ja zwei Ausgüsse oder beziehungsweise zwei Abladerohre oder wie man auch immer das nennen möchte. Oh ja, da oben geht ja schon der Zähler nach oben. 122.000, 6.400 plus 933, die Umweltbewertung Bonus. Das heißt, wir werden hier also diesen Wagen, die 70.000, ja komplett einnehmen. So, der JCB darf sich ruhig mal vom Acker machen. So, Augenblick. So war's, genau. Dann machen wir mal da den Schieber auf. Genau, und dieser Raps wandert sozusagen in unser Geldbeutel. Sehr schön. Ein bisschen vorfahren. Und wieder den nächsten Schieber. Bingo. Zehntausend, 11.500, das werden wir gleich nochmal kriegen. Sehr gut. So, jetzt tut sich da oben rechts wesentlich auch endlich mal was. Den hier können wir ausschalten. So, dann schauen wir mal, was der andere Kollege macht. Wobei, den könnten wir doch mal schon mal versuchen, dass der wieder zurückkommt. Zack. Und Ziel. Mal schauen, ob er es schafft. Auf den Hof. Aber ich habe die Befürchtung, dass er spätestens wieder hier an der Kreuzung irgendwo hängen bleibt. Okay. So, wo ist der JCB? Hier ist der JCB unterwegs. Oh, da springt er aber ganz schön wild. Gut, aber worum sind wir eigentlich hier? Wir wollen doch eigentlich sehen, was uns das Ganze jetzt gebracht hat. So, wir gehen zu den Aufträgen. Und abschließend Feld Nummer 4, 13.600. Da haben wir die Fahrzeuge ausgeliehen, macht noch 10.000. Wir schließen ab. Und dann haben wir noch Feld Nummer 6, 67.000. Da gehen aber 14.000 Mietkosten weg, macht 53. Aber wir haben ja über 20.000 auch plus gemacht mit
mit den Raps, den wir in die Ölmühle geliefert haben. Hat sich also, denke ich, gelohnt hier. Und hier unten gäbe es natürlich noch eine ganz, ganz tolle Ernte bzw. einen Auftrag. Aber Kartoffeln auf Feld 2, nee, also nicht mit dem einen hier. Also das könnte wirklich ein bisschen länger dauern. Das lassen wir mal und die Ballenpressen machen wir auch nicht. Wir schauen mal, ob unser Kollege es schafft, hier ordentlich auf den Hof zu kommen. Jetzt bin ich nämlich mal gespannt, ob er hier ordentlich um die Kurve kommt. Meistens schlägt er nämlich ein bisschen zu spät ein. Okay. Sehr schön. Und wir werden uns um unseren Johnny hier kümmern. So, zusammenpacken, aufräumen und alles zum Hof bringen. Und dann werden wir uns mit 211.000, die wir jetzt auf dem Konto haben, so, und da machen wir mal alles zu, werden wir uns dann jetzt endlich mal einen Kercher gönnen, weil ihr habt es ja bestimmt euch auch gedacht, die Maschinen sind doch ganz schön dreckig. Die müssen wir jetzt auch mal ein bisschen hier pflegen, gar keine Frage. Und das werden wir dann machen und in der nächsten Folge werden wir dann wieder, oder werden wir bereits im nächsten Monat sein, mit sauberen Maschinen und dann mal schauen, welche Aufgaben dann noch anstehen. Zum Beispiel hier unsere Kühe füttern, unsere Aufzugsstation dann mal anschauen und mal gucken, wie weit wir mit der Silage und unseren Silageballen sind. So, das soll es auch für heute gewesen sein. Wir haben jetzt wirklich hier Kohle reingekriegt. Da müssen wir dann ein bisschen was tun. Und irgendwo steht unser Schneidwerkswagen. Der steht hier. Und während ich jetzt hier wieder mal das Gerät hier drauf jongliere, darf ich mich wieder mal recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich sag Dankeschön und wie immer an dieser Stelle Tschüss, Ciao, Cheerio. Bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal.